Jetzt an Bord Hermann Brückel, auch er ist Bildungssprecher im Freiheitlichen Parlamentsclub. Unserer Kinder, der ihre Eltern auf eine baldige Rückkehr in den Präsenzunterricht und auch die Hoffnung darauf, dass die Schäden, die entstanden sind und die noch entstehen werden, auch tatsächlich wieder repariert werden können. Entgegen jeder wissenschaftlichen Evidenz hat der Herr Bundeskanzler und auch entgegen jeder in Österreich mit Bildungspolitik befasster Organisation hat der Bundeskanzler im Alleingang die Schulen geschlossen. Er hat im Alleingang unsere Kinder wieder in das Distance Learning geschickt. Angefangen vom Gesundheitsminister über den Herrn Bildungsminister, die Regierungsampelkommission, katholischer Familienverband, Kinderfreunde, Industriellenvereinigung, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Ärztekammer, WIFO, IHS, Caritas, Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde und. Alle haben gesagt, lasst die Schulen offen. Sie haben es vor allem auch deswegen gesagt. Sie haben es auch vor allem deswegen gesagt, weil nachgewiesenermaßen die Schulen nicht die Treiber des Infektionsgeschehens sind. Das wissen auch Sie, Herr Bundesminister. Und bei allem Respekt, Herr Professor Taschnauch, der Schaden ist angerichtet. Die Bildungslücken sind da, die Bildungsrückstände sind da und wir wissen nicht, ob das wieder gut gemacht werden kann. Motivation und Tagesstruktur unserer Kinder sind verloren gegangen. Soziale Isolation hat zu massiven Schäden geführt. Zukunftsängste sind entstanden. Eine ganze Corona-Generation hat sich hier herauskristallisiert und ist hier gewachsen. Und die Regierung hat dann auch noch mit ihren Maßnahmen einen Keil in unsere Gesellschaft getrieben, der sich jetzt ganz besonders auch im Schulbereich manifestiert. Jene Eltern, die keine andere Betreuungsmöglichkeit haben und daher ihre Kinder jetzt in die Schule schicken zur Betreuung, die werden von jenen Eltern, die die Möglichkeit haben, dass sie zu Hause auf ihre Kinder aufpassen, mit bösen Blicken und mit harscher Kritik gestraft. Und die Regierung wäre gut beraten, wenn sie hier diesen von ihr angesetzten Keil wieder versuchen würde herauszubringen. Und die Regierung wäre auch gut beraten, wenn sie budgetär dafür sorgen würde, dass die Folgeschäden, die jetzt durch diesen zweiten Schullockdown, der im Alleingang vom ÖVP-Bundesparteiobmann hier beschlossen wurde, dass diese Schäden abgefedert werden. Und in diesem Sinne darf ich folgenden Entschließungsantrag einbringen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung werden aufgefordert, die notwendigen Budgetmittel für Begleitmaßnahmen sicherzustellen, um mit diesen Maßnahmen die Folgeschäden des Schullockdowns möglichst gering zu halten. Der Bundeskanzler wäre im Übrigen auch gut beraten, wenn er anstatt die dritte Welle, den dritten Lockdown anzukündigen, so wie er es heute in den Medien getan hat, wenn er dafür sorgen würde, dass man den Menschen Hoffnung gibt und dass er eine positive Ausstrahlung hier nach außen gibt. Hohes Haus, unsere Kinder brauchen soziale Kontakte, sie brauchen Motivation, sie brauchen Zukunftshoffnung, sie brauchen eine Tagesstruktur, sie brauchen Mut und Zuversicht und sie haben das Recht auf Schulbesuch. Und das muss man ihnen geben und die Regierung muss dafür sorgen. Auch Hermann Brückel von der FPÖ kritisiert die Schulschließungen im Zuge des zweiten Lockdowns. Die Folgeschäden dieses Lockdowns müssten mit Hilfe des Bildungsbudgets für das kommende Jahr abgefedert werden. Und auch er bringt wie seine Vorrednerin von der SPÖ einen Entschließungsantrag ein.